Method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot sign that gas the last house. Wild weed, the metaphors we overmines, they pass. Hey, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ein weiteres FAQ-Teil-Dings. Nämlich hatte ich eigentlich vor, heute eine Top 8-Liste wieder rauszuhauen, aber die wollte ich zusammen mit Itachi raushauen und der kam momentan nicht. Und deswegen kommen jetzt weitere FAQ-Parts. Und bevor das FAQ anfängt, wollte ich noch drei Sachen sagen. Nämlich wollte ich mich einmal für die 600 Abonnenten bedanken, die ich gestern erreicht habe. Dann wollte ich noch fragen, ob ihr irgendwas dagegen hättet, dass ich die FAQs jetzt immer wie in diesem Video mache. Also, dass ich einfach so ein Gameplay von einem Game, wie in diesem Fall jetzt Yu-Gi-Oh! Hinterklatsche. Weil das würde mir etwas Arbeit ersparen, denn ich mag es nicht wirklich bei FAQs so richtig alles mit Bildern zu bearbeiten. Und dann könnte ich auch öfters FAQs raushauen, wenn ich vielleicht wöchentlich, wenn ich genug Fragen bekomme und alles drum dran. Und dritte Sache ist auf die zweite Sache auch bezogen, nämlich wenn ich das so weiterführen werde, würde ich euch gerne bitten, Fragen unter dem Video zu stellen, da ich dann halt wie gesagt öfters FAQs raushauen werde. Und dann halt nebenbei noch die ganzen Toplisten und den anderen Quatsch. Ja, also gut, fangen wir einfach mal an. Ach ja, noch eine Sache, die ich vergessen hatte zu erwähnen. Die Fragen, die ich jetzt hier reinklatsche, sind noch Fragen, die ich noch nicht genommen hatte, also die könnten noch älter sein und alles, also nicht wundern. Die erste Frage kommt vom Puster. Bist du ein Uhrenschon? Ja, ich bin ab und zu ein Uhrenschon, aber auch nur, wenn die Bäume im Winter fliegen können. Die nächste Frage kommt von Ryuma. Was hältst du von Mepas Theorien? Ja, also, als ich die Frage gelesen habe, bin ich erstmal auf den Channel von Mepas Theorien gegangen, um zu gucken, was er für ein Typ ist, weil ich kannte den halt davor nicht. Aber ohne Scheiß, das ist einfach nur so ein Scheißwichser, der nur Clickbait benutzt und einfach nichts auf YouTube erreicht und alles. Also, keine Ahnung, irgendwie, das ist irgend so ein Scheißspaß. Könnt ihn einfach ignorieren. Ist ja schon schlimm genug, dass er Mep in seinem Namen drin hat und es einfach auf jeder Ebene beschmutzt mit dieser One Piece Kacke, ey. Nee, geht gar nicht klar. Die nächste Frage kommt von Feuerfaust 11. 3? Die nächste Frage kommt von Knockup TV. Mep heißt doch rückwärts dem, oder? Also, wenn man das Alphabet so wie du gelernt hat, dann wahrscheinlich schon, aber so in meiner Welt nicht, nee. Da heißt Mep rückwärts immer noch Mep. So, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich von BlazeSmash96. Wieso hast du mit YouTube angefangen? Gute Frage, wieso habe ich mit YouTube angefangen? Das kann ich selbst gerade spontan nicht beantworten. Ich hatte einfach Bock drauf, wie soll man sagen? Ich habe andere An-YouTuber geguckt und hatte mal Bock, das selber auszuprobieren. Und ja, jetzt bin ich hier. Takami fragt, hast du schon mal Fairy Tail geschaut oder gelesen? Wenn ja, was hältst du davon und wer ist dein Lieblingscharakter? Ich habe Fairy Tail noch nicht angefangen, hab's aber demnächst noch vor. Aber ich denke einfach mal, dass irgendwie so einer wie Grey oder Lexus mein Lieblingscharakter wird. Außer da gibt's irgendwie einen übertrieben geilen Antagonisten, dann wird er wahrscheinlich mein Lieblingscharakter. Thomas Busch fragt, Mep? Hä, das ist gar keine Frage wert, du hättest das Fragezeichen so ein Ausrufezeichen machen sollen. Natürlich, 24/7 Mep, Mep forever. Monkey D. Ruffy fragt, magst du Bäume? Ja, aber auch nur, wenn die im Winter fliegen können oder wenn die im Sommer so hart schwitzen, dass die Steine davon nass werden. So, als nächstes ist Tula dran, er hat nämlich drei Fragen gestellt. Erstens, wie findest du Ruri Goku? Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ich habe den Anime noch nicht geguckt, also Oremu oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ich habe ihn noch nicht geguckt, muss ich wahrscheinlich auch noch anfangen. Die nächste Frage wäre dann, bist du Raucher? Nein, ich bin zum Glück kein Raucher. Und seine dritte Frage wäre dann, in welche Länder ich reisen wollen würde. Japan ausgeschlossen. Also, es gibt generell kaum Länder, zu denen ich hinreisen will, weil ich generell lieber zu Hause bleibe, beziehungsweise in Deutschland halt. Und ja, aber wenn, würde ich halt sagen, Japan und Kanada, wenn, ja. So, dann kommen wir auch nun zu den letzten Fragen, nämlich Puma die Fake. Er hat 6 Fragen gestellt. Seine erste Frage ist, was meine Meinung zu Hentais ist. Ja, meine Meinung zu Hentais. Keine Ahnung, ich habe nichts gegen Hentais. Und ja, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Zweitens, dein Lieblings-One Piece-Charakter. Mein Lieblings-One Piece-Charakter ist mit Abstand Enel. Die dritte Frage ist, was meine Lieblings-One Piece-Theorie ist. Naja, für mich ist es jetzt schwer, so speziell eine Lieblingstheorie rauszusuchen. Es gibt viele Theorien von Pika, die mir gefallen. Dann hat noch Gulo einige, aber wenn spontan die letzte, die ich so richtig gehypt habe, war, denke ich mal, die Theorie von Gulo, wo er meinte, dass Enel Pluton hatte und alles, ja. Viertens, würdest du deine Traumfrau im Körper deiner Mutter ficken oder deine Mutter im Körper deiner Traumfrau? Normalerweise würde ich darauf keine Antwort geben wollen, aber das würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen. Deswegen will ich mal was Spezielles sein, schließlich bin ich der Mepa und ich gebe dir eine Antwort. Nämlich, wenn ich mich entscheiden müsste,
würde ich sagen, meine Mutter im Körper meiner Traumfrau. Ja. Mann, das ist voll komisch, sowas zu sagen. Die vorletzte Frage wäre, in welcher Stadt wohnst du? Naja, ich wohne in keiner Stadt, ich wohne in einem kleinen Kackdorf und es nennt sich Rheinbrohl. Ja. Dann wäre die letzte Frage, was mein Lieblingstier ist. Und meine Lieblingstiere sind Hasen. Was auch daran liegt, dass ich mit Hasen aufgewachsen bin und schon richtig viele Hasen hatte und ja. So, das wären die restlichen Fragen gewesen, die ich gerade noch abgeackert habe. Und ja, wie gesagt, stellt mir eure weiteren Fragen hier in die Kommentare rein. Ich werde die dann in den nächsten Wochen dran nehmen. Und ja, dann sage ich schon mal auf Wiedermap. Yeah.